Sie treten in Disziplinen an wie Entasten, Kettenwechsel oder Präzisionsschnitt. Bei der European Championship of Forestry Skills in Slowenien dreht sich alles um den gekonnten Umgang mit Holz. Bei der 11. Ausgabe der Forstwirtschaftsschul-EM treten Teams aus 16 Nationen gegeneinander an, allesamt bestehend aus Schülern land- und forstwirtschaftlicher Schulen. Mit dabei auch vier Jungs aus der HLFS Bruck an der Mur. Aber wer hat bei dieser Meisterschaft denn eigentlich die besten Chancen auf den Sieg? Ja, wir sind sicherlich bei den Top-Favoriten dabei. Hängt sicher davon ab, wie wir das heute gemeistert haben. Und schneiderisch sind wir sicher auf einem sehr hohen Niveau, also wir sind sicher vorne dabei, sage ich. Ja, Favoriten sind sicher alle Teams, die gut trainiert haben. Also ganz klar die Niederländer, die Österreicher, aber auch die Slowenen selber. Also mit Sicherheit einige. Los geht's mit dem Forstparcours. Bei diesem Teambewerb geht es darum, verschiedene Aufgaben auf Gebieten wie Waldmesslehre, Tier- oder Pflanzenkunde zu bewältigen. Während hier Teamwork gefragt ist, müssen die Burschen bei den technischen Disziplinen jeweils alleine ran und schlagen sich dabei ganz schön wacker. Die zweite Disziplin war das Entasten auf Geschwindigkeit und Genauigkeit. Da ist es mir sehr gut gegangen. Da bin ich einige Punkte über dem Limit drüber. Und bin damit sehr zufrieden. Platz 1 und 2 gehen beim Entasten an Österreich. Und auch bei anderen Disziplinen wie Kettenwechsel oder Präzisionsschnitt landet von uns immer jemand auf dem Treppchen. Was dem rot-weiß-roten Team den Gesamtsieg in den technischen Disziplinen beschert. Ja, die Medaillen habe ich sicher beim Asten geholt. Habe das Asten gewonnen mit 450 Punkten. Kettenwechseln war auch gut und beim Kombinationsschnitt ist eigentlich auch alles gut gelaufen und dadurch habe ich eben den Gesamtsieg geholt. Gesamtsieger bei der 11. Ausgabe dieser Meisterschaft wird das Gastgeberteam aus Slowenien. Aber auch unsere Mannschaft aus der Steiermark ergattert einen Stockerlplatz und landet auf Platz 2. Wir gratulieren!